Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Tech World. Hier ist Tech World. Hast du es aber auch nicht drauf. Dezent. Direwolf 20. Gott, mit dabei der Mulle. Hallo. Und ja, er hat es richtig gesagt, ich habe es echt nicht drauf. Gott, ich weiß. Du, diese Maschinen hier hinter, die haben den Output und den Input. Jetzt funktioniert's. Gott, ich bin zu blind für alles, ich weiß. Guck mal, du mir dafür ein lustiges Glas geschmolzen hast, das funktioniert nicht. Was? Also, mal dafür ein lustiges Glas geschmolzen wird, das funktioniert nicht. Ja, dann kannst du das Ganze einfach einmal ins Crafting-Feld tun, dann hast du das normale Glas. Ach so, okay, gut, zu wissen, danke. Ja. Ich würde sagen, du bist ja schon gerade lustig am Handwerken da. Wie wär's, wenn wir dann jetzt einmal offiziell weitermachen mit Botania? Ja, würde ich sagen. Trotzdem freue ich mich, warum die Scheiße gerade nicht geht. Achso, ich brauche noch. Ach Gott, das sieht immer so verwirrend aus, wenn das Glas die ganze Zeit wechselt. Ich brauche noch Fusage Quartz. Hast du schon die. Alles oben, oder? Was? Schon alles oben ist. Nicht die Mana Pools und die Truhe mit dem Scheiß auch noch nicht. Ja, dann gehe ich. Dann gehe ich das mal gerade holen. Das sieht doch echt nice hier oben aus. Muss man dir lassen. So gut geschafft. So, und genau das Mana-Tablet, das war ich gerade am Craften, das mache ich noch schnell, dann kannst du das direkt mitnehmen. Ich bin schon unterwegs. Achso, okay, ja gut, dann kannst du es dir abholen oder so. Ja, mal schauen. Und nein, mein, wo ist meine Fernbedienung? Gerade wollte nämlich mein Fernseher wieder ausgehen. Also ich spiele ja immer noch hier auf meinem, Fernseher, also auf meinem Bildschirm. Was hat denn eigentlich mal mit der Rune of Mana vor? Für irgendwas war die sicherlich gut. Ja, wollte ich jetzt mal hier unbedingt die Truhe, die wird. Das wird kein großes Problem sein, wenn wir die hier lassen, oder? Ja, ist scheißegal. Aber wir haben doch so wenig Holz! Ja, da hast du doch das Recht. Ich hab nur keinen Bock, den scheiß Inhalt neu zu farmen. So, okay, ein Mana-Tablet. Das schmeißt du dann einfach da drauf und dann easy going. Achso, okay, also einfach reindroppen wie der Rest auch. Genau. Das finde ich, das ist recht cool gemacht an Botania. Mhm. Okay. Da oben. Auf den anderen Etagen müssen wir auch mal was bauen. Ja, das musst du noch Dinge ausdenken. Ich klatsche die Truhen erstmal so weit, die Truhe so weit aus hinten. Ich bin ja immer noch für die Bordell-Idee. Ja, das können wir auch machen. Okay. Ja, da funktioniert wohl, dauert noch ein bisschen. Jetzt soll ich mal gerade schauen, wo wir dran waren. Mannstühle? Nein. Ich glaube, ich weiß es wieder. Rose Arcane? Ja, das war die. Purple Mana, bisschen. Ding. Ja, wir haben sogar schon was anderes. Was war das genau noch? Zwei Pink haben wir, eine Purple haben wir. Wir können eigentlich die Blume, die wir beim letzten Mal machen wollen, schon fertig machen. Im Mana-Tablet passt ein halber Pool rein. Dann placen wir hier immer einfach noch ein Mana-Pool-Ende. Ah ja. Ist zwar was umständlich gemacht, aber. Ja, geht dann halt gar nicht anders. Gut, ich brauche dann nochmal einen Eimer. Habe ich noch in der Golden Bag einen? Jawohl. Alter, ich trage gerade so viel Scheiße mit mir rum, das ist unglaublich. Ach Scheiße. Ja, das ist es. Das reicht ich mit mir rum. Okay, dann einmal das da rein, das. Die und ich brauche sie. Wir haben eine Hexe auf dem Turm, Baum. Ah, läuft. Den Creeper würde ich mal gar nicht anfangen, aber. Ja, ist Standard.
Bah, nicht explodieren, nicht explodieren. Ich tue jetzt auch mal gerade so gefühlte, okay, sind nicht so gefühlte, es sind sogar so viele 5, 6 Anziehs in die Truhe. Okay. Ja? Okay, was habe ich verkackt? Mystical Lime, Mystical Purple, Purple Mana Petal, Rune of Mana. Ach, ich hab vergessen, die Purple reinzutun. Hier mache ich gleich auch nur eine Wasserquelle hin. Wenn ich hinten bei den Hydros bedienen muss, ist das irgendwie blöd. Ich bin nicht bei den Hydros gegangen, ich hatte einfach von unten gerade den genommen. Ja, das ist auch nicht so viel besser. Ja. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier eine Rosa Arcane. Arcana. Gut, die. Oh, was eigentlich mein. Ach, der ist bestimmt auch noch unten. Hier? Nein. Ja, hier. Er hat so circa gefühlt 3 Truhen aufgemacht, um den Wand of Faust zu finden. Auf jeden Fall. Bind Mode. Ich place die Rose Arcane mal hier neben. Und wir sollten mal einen Mana Pool hier hinsetzen. Ja, ich will gerade einen machen. Also 9, aber die Steine beeilen sich nicht sonderlich. Haben wir echt gar nichts mehr über? Ich brauche genau einen Living Walk, aber ich habe gerade keinen gefunden. Ah, hab ihn. Ah, okay. Ich bin mal am Schauen, was wir da noch so machen können. Also die Rosa Arcana nochmal zusammengefasst. Erfahrung gleich Mana. Wir können mal schauen, dass wir mal so eine. Table. Wollen wir mal so eine Functional Flora machen? Was kann. Also. Oder hast du eine spezielle gedacht? Wir könnten mal eine. Schon mal direkt eine große versuchen. Dann hätten wir echt. Dann hätten wir was für die Folge zu tun. Dafür brauchen wir. Gras? Haben wir eine Schere? Das ist immer gut. Wie ist aber das klar, dass der Spruch von dir kommt? Naja, sagen wir es so, von wem sonst? Ja. Die anderen sind jetzt nicht gerade. Was ist mit Flo? Der ist nicht da, obwohl der ist gemutet. Wollte gerade sagen, der ist gemutet. Das ist schon mal halb anwesend. Alter, das ist so lächerlich mit den Dias. Nein. Nicht fragend erwarten, bis du es wieder aufgebaut hast. Ich baue es nach der Folge auf. Okay. Ich gebe dir einen Tipp. Schau nicht bei unserem Eingang, da ist so. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass es ein Dieb war. Achso, ja, ich sehe es schon, die gute alte Leier. Naja, nicht. Kann ich mir zumindest das Türen öffnen sparen. So, jetzt die Frage des Tages, wie ich das mal aus dem Tablet jetzt in den Mana-Pool. Einfach in den Mana-Pool werfen. Was hast du erwartet? Ja, gut, aber. Okay, ja, gut. Normalerweise sorgt das dann raus. Okay. Ja. Wir brauchen auf jeden Fall noch 2 Runen: eine Rune of Autumn und eine Rune of. Ja, okay. Oh, wir müssen jetzt ganz, ganz viele Ressourcen verschwenden. Aber es wird sich schon. Aber dann ist eigentlich nicht mehr so viel Ressourcenverschwendung. Teppich brauchen wir. Du willst mir erzählen, dass wir keine Feder haben? Als ob. Fässer? Ich gehe mal kurz irgendwie Hühner suchen und schnetzeln. Wir haben keine verdammte einzige Feder. Bist du überhaupt gerade da? Was? Ich bin da. Das ist, weil du so ruhig bist. Ich denke da nur, hä? Ist jetzt da oder nicht?
Halt, wie ein Schatten in der Nacht. Ich bin Batman. Oder einfach nur sehr ruhig, das wäre auch möglich. Einigen wir uns auf sehr ruhig. Nee. Wir haben doch sicherlich nach 27 Uhr das Forest über, oder? Wieso? Dann bräuchte ganz einfach. Eine Feder. Das ist nicht die Welt. Ach, Mann, ha, wusstest du. Das ist aber krass, jetzt versucht ich nur einen einzigen Feder haben. Ah, hier sind noch zwei Diener. Ja, drei Federn reicht jetzt erstmal. Komm hier. Ich noch eine rum und hier liegen noch zwei rum. Na gut, ich komme jetzt auf jeden Fall zurück und dann machen wir mal was weiter. Wir sind schon bei 11 Minuten und haben noch nichts geschissen bekommen. Okay. Manapool ist jetzt schon oben, ne? Ja, einer ist jetzt oben. Ey, wie ich jedes Mal richtig stolz bin auf diesen Tempel der Zeit. Wenn ich dann vorbeifliege. Na, ist doch cool. Wenn sich so spannend, ist wirklich praktisch. Weil trotzdem nichts, dass wir so lassen sollten. Nee, nicht so wirklich. Das haben wir. Wir brauchen noch einen String. Komm, wie war die Sache nochmal? Wie haben wir nochmal vernünftig den Wunic Table verbunden? Hatten wir noch im Malerspeed eine Pool oder wie lief die Scheiße? Ich weiß das echt nicht mehr. Ich bin mir auch gar nicht mehr so genau sicher. Schaffen wir schon. Okay, ich gehe jetzt erstmal nach oben. Okay, wir... Das waren drei Mana-Steel. Okay, dann... Doof. Doof. Habe ich jetzt alles? Okay. Ich puste mal gerade Rosa Kane ein bisschen. Ich habe mir gerade 30 Level genommen, mal schauen, wie viel Mana das gibt. Oh, hier ist ja schon wieder ein Creeper. Und ein Zombie mit einem Haus, der einen Erdblock mit sich rumträgt. Alter, der Mana Smeeder ist instant voll. Hm? Mana Smeeder? Noch kein Fassungsvermögen? Oder was meinst du? Nee, der Mana Smeeder, der ist wirklich einmal komplett voll, wenn ich daneben stehe. Oh, okay. Und die Wurst erkennt, kommt auch schon gar nicht hinterher. Und ich hätte gesehen, mal voraus, dass wir bis morgen so einiges in der Welt haben werden. Hast eigentlich noch einen Griff? Ich glaube, wir machen das mal so. Ich würde sagen, wir craften mal noch einen Mana-Speeder und schließen einfach einen Mana-Pool an, damit wir in solchen Fällen nicht immer direkt auf den Mana-Speeder pumpen müssen, weil sonst können wir uns den Mana-Vorrat auch sparen. Ja, stimmt. Wir wollen einfach das von unseren Vorräten aus machen. Das wäre, glaube ich, mal einiges sinnvoller und würde halt auch schneller gehen. Meine Frage, haben wir eine Netherwarze? Ich wüsste. Das wird jetzt auch lustig. Wenn dann irgendwie bei Pflanzliches. Oh, eine! Dann mache ich jetzt wieder Trick 17. Wie damals bei TechWorld. Ich glaube, wir brauchen eine Gießkanne für die. Oder? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ging das auch mit Bone Meal? Ich bezweifle es. Ja, was machst du denn so beruflich? Ja, ich bin Gärtner. Echt, an was für Pflanzen arbeitest du? Ja, ich dünge immer meine Warzen.
Ah, aber Bondel geht nicht. Dann machen wir es so, dann kümmern wir uns mal um die andere Rune. So. Rune of Pride. Alter, 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 Alter. Das wird eine Materialschlacht. Erwartet. Keine Materialschlacht. Okay, drei Mana-Ziel, ein Pilz, Kohleblock und Stein. Stein haben wir. So, jetzt sind ganz zurück. Mal irgendwie Rubber und das wegtun. Die Türen tue ich mal hier zu Holz. Ich wollte schon gerade gesagt haben, als ob wir keinen Pilz mehr hätten. Kohleblock. Nein. Also im Grunde genommen müssen wir auf eine Rune of Pride und eine Rune of Sloth kommen. Okay. Und dafür müssen wir also einige Runen machen. Ja, das habe ich mir schon beinahe gedacht. Mana Tablet ist auch fertig, ne? Was? Kann aber auch nicht zählen. Wieso, was ist los? Das hier ist nicht sonderlich symmetrisch. Das ist mir eben nicht aufgefallen, dass das hier zwei Blöcke und das drei Blöcke sind. Hast du noch ein bisschen hier von dem Stone, von dem Living Rock? Ist gerade in der Produktion. Weil ich brauche auch noch ein bisschen was für hier für die Runen. Ja, ich benutze die Slabs davon hier für die Abbezäunung, weil das irgendwie passt und ziemlich cool aussieht. Ja, kannst du ja machen. Wenn du nochmal nachfahren musst an Stone, ja, ich will dir sofort den Hammer geben. Mit Silk Touch. Ah, wir haben genug. Ich nehme die 8 für die Runen, ne? Ja, klar. Mann. Ja, war ja was. Das war ja nicht was? Draufsetzen. Okay, Rune of Air. Ich schmeiß ja nur gerade das Mana-Tablet zu, ne? Ja, ich brauch das sowieso gar nicht, ich hab Scheiße gebaut. Ich guck mal, ich glaube, man kann die Mana-Spreeder auch Redstone gesteuert machen. Dann gucke ich mal, ob ich an die Pune nur Redstone gesteuert machen kann. Okay. Damit die nur bei Bedarf das Mana dann daran schicken. Okay. Dann Block of Coal, Stone und Mushroom. Top, top, top und go. Ganz ehrlich, ich glaube, Level ist das letzte, was wir momentan brauchen, oder? Was willst du überhaupt für eine Blume machen? Moment, ich will eine Orchid machen. Und die kann? Wirst du sehen, das ist echt awesome, was die kann. Okay. Alles, was wir dafür dann brauchen, damit die was drauf hat, ist Stein. Und ich glaube, das wird es am einfachsten zu farmen. Ja, sollte. Also wirklich auch Cleanstone dann, ne? Achso, okay. Oh, die EP-Wählen. Ah, scheiße, wir müssen auch noch das automatisieren. Weißt du was? Ich mach mal gerade eine Automatisierung für die Iron Ore Berries und so weiter. Gibt noch mal ein bisschen was in dieser Folge an Technik, unerwartet. Weil wir bekommen jetzt gerade keine Level mehr rein. Was hast du Mana Tablet geworden? Hast du das noch? Ja. Okay.
So. Ach, und eine kurze Info meiner Zuschauer. Es könnte sein, dass ich mich mal dazu durchringe, dass ich mich in nächster Zeit mal zeige. Haben wir überlegt, ja komm, jetzt bist du fast über ein Jahr da. Dann dachte ich mir, ja komm, kannst du mal machen. Wir hatten ja heute in der Schule darüber gesprochen, ne? Ja, ja. Kein normales Holz mehr, weil irgendwie funktioniert das mit dem Living Wood sonst nicht anständig. Was meinst du? Ich will Living Wood machen, aber ich glaube, dafür brauche ich normales Holz. Bauerwood nimmt er nicht an. Oder was? Braucht man Planks? Ich denke mal nicht, oder? Nein. Planks braucht er nicht, aber du kannst ganz einfach Twilight Oakwood nehmen. Das funktioniert. Okay, gut. Jo, danke. Output transcript: Weil das auch gut geht. Dachte ich mir. Alter. Wie ich das immer wieder mit den Konvitoren dran noch verkacke. Also offiziell wird jetzt schon mal Kupfer weiterverarbeitet. Also die Kupfernuggets. Und das gleiche machen wir dann jetzt auch nochmal mit Iron. Langsamer, aber kommt schon noch. Da mache ich aber dann nochmal gerade ganz ehrlich. Kommt, dafür benutzen wir dann aber mal Eisenton, damit wir wissen, was an Speicherplatz ist. Oder weil wir sogar schon direkt auf Goldthron gehen, würde ich sogar fast sagen. Ja, wir haben genug. Was ist eigentlich aus dem Reservoir geworden? Hm? Aus dem Reservoir für oben. Was ist daraus geworden? Wo du sprichst. Reservoir für Wasser und so. Ach so, das habe ich noch nicht gecraftet. Okay, das wird jetzt glaube ich erstmal gegen 0 laufen. Wie sieht das hier aus? Ah, das dauert noch. Das ist ein neues Living Wood, ne? Was der das Living Wood ist, brauche ich gleich noch für Mana Spreeder. Komm, ich hol mir mal gerade 70 Level hier raus. Da schenke ich dir mal gerade kompletten Mana. Ey, du musst dir jetzt echt mal anschauen mit dem Mana Spreeder. Unser Kane ist auch da auf Vollmanner. Ja. Warte mal, ich will mal gerade was anderes wissen. Ich habe gerade 70 Level rausgeholt, wie viel da überhaupt schon drin ist. Ah. Dann würde ich sagen, schon eine Menge.
Oder sehe ich das falsch? Also insgesamt sind es 117 Level, aber es kommt schon noch einiges zusammen. Also, das schlecht betrachten. Wie sieht das? Ah, die wurde auf. Diese Runde ist gleich fertig. Die machen wir jetzt gleich mal gerade fertig und dann beende ich die Folge. Dann würde ich irgendwie schauen, dass ich gerne in dieser Aufnahme noch die Blume fertig kriege. Habe jetzt so viel mit Technik gemacht, ich will mal wieder was mit Magie machen. Ja, definitiv. Okay, Rune of Earth. Die Runen tue ich jetzt allgemein mal hier in die Truhe. Würde ich sagen, haben wir heute wieder ein bisschen Botania gemacht. Dann würde ich sagen, war es auch für diese Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Tschüss.